Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge Transit 402. Ich denke, möglicherweise könnte das die vorletzte in dieser Staffel sein. Wir fangen dann eine neue Karte an. Ich bin so ein bisschen am Überlegen, was wir jetzt nächstes machen. Da wäre einmal eine Mod-Karte, die Bodensee-Karte, vielleicht kennt ihr die. Die hat mich interessiert. Und dann gibt es noch eine Karte in experimenteller Größe, also wirklich absolut riesig. Die bildet auch Amerika ab, ist aber, glaube ich, in gemäßigter Zone, also nicht so wie hier in Wüstenregionen, sondern gemäßigt. Ist auch eine Mod-Karte. Und das würde mich auch interessieren. Ich denke, ich werde das vielleicht zur Abstimmung auf YouTube bereitstellen. Dann könnt ihr abstimmen, welche ihr lieber haben wollt. Ich muss auch noch ein bisschen überlegen. Vielleicht mal noch eine weitere Karte dazu zur Abstimmung. Ich muss auch noch ein bisschen überlegen. Ich weiß noch nicht genau. So, wir machen heute keinen Stau. Meine geliebten Bürgermeister John und Marcel aus Big Empolis hier, die haben sich gemeldet und stellen Forderungen, wie sie halt sind. Das ist ja Sache der Bürgermeister, dass sie Forderungen stellen. Der John stellt die Forderung, man kann auch sagen, bitte. Der John bittet um ein neues Stadtviertel hier zwischen Big Empolis und Johnsonville. Weiß ich nicht genau. Also das wird ja schon, besiedelt. Da weiß ich nicht, das sind seine Bürger, die das machen müssen. Da weiß ich gar nicht, was ich dazu machen soll. Also das läuft ja schon. Die sind ja hier schon am Siedeln und die werden da, naja, also größer werden. Ich weiß nicht, ob das jemals hier zusammenwachsen kann, aber die müssen sich halt ranhalten. Und da wird das schon werden. Gut, okay, ich muss mich auch ranhalten, weil die Bürger wollen natürlich auch noch Sachen haben hier. Oh Mann, Werkzeug. Die wollen... Oh Gott, okay. Ja, ich sehe schon. Ich könnte da noch so viel machen. Ja, da ließ sich schon wirklich noch richtig was machen. So, gut, also hier müssen wir einfach alles vergrößern noch. Na, wenn ich das jetzt so sehe, vielleicht machen wir doch noch ein bisschen weiter mit dieser Karte. Wir werden sehen. Ich bin mir noch ganz unsicher. Gut, Big Empolis soll mehr Waren bekommen. Der Bürgermeister Marcel hat mir vorgeworfen, nee, ist zu wenig Brot drin. Ja, das hängt halt davon ab, wann man drauf schaut. Es geht jetzt auch gerade nach unten. Vorhin eben war es auf 120, als ich geschaut habe. Das hängt eben davon ab, wann dazu kommt. Aber ich sehe schon, ja, man kann da noch mehr reinmachen. Wir bräuchten eben mehr Brot. Das stimmt schon. Dazu müssen wir allerdings auch mehr Bauernhöfe gründen und mehr Bäckereien bauen. Und dann wird das vielleicht auch werden. Was ist hier los? Da stapelt sich das Zeug. Maschinenteile und Werkzeuge. Aha. Mich deucht, dass unser Zug, dass ich alles schaffen kann hier. Der, den wir schon haben. Und Verluste macht er auch. Das ist ein Schottzug, ernsthaft. Und wo ist denn der? Achso, der fährt gerade weiter. Achso, ja, okay, der macht Verluste, weil er einen Großteil der Sachen schon hier rauswirft in Norwalk. Und dann fährt er mit dem ganzen Rest weiter nach Big Empolis. Und das ist halt wohl nicht mehr so viel. Wir haben hier eine Rate von 182, ist natürlich auch nicht so viel. Wir gucken mal, was die beiden hier zusammen da rausballern. So, 62. 200. Aha. Okay, also da sind wir schon bei 260 Rate, die wir bräuchten. Und das sind dann schon mal 80 zu wenig, die der Zug hat. Da überlege ich, ob wir den Zug vergrößern sollen. Wie groß mag der sein? Der mag 160 Meter lang sein. Das ist ja peinlich. Ich hoffe, ich habe hier daran gedacht, größere Bahnhöfe zu bauen. Ich denke, die sind 320 Meter lang. Aber ich... Wieso liegt denn hier Brot? Wieso liegt denn hier Brot? Oh, da wird sich der Marcel halt überhaupt nicht freuen. Der wird das ganze Brot für sich behalten. Ja, ja, ich sehe ja schon, wir machen das sofort weg. Du sollst ja nichts mitnehmen. Nix. Nix laden, bitte. Ja, das wollen wir nicht. Gut. Du, mein Freund, wirst es etwas länger. So. Rate 302. Ja, das ist doch schon mal gleich besser. Da sind wir auch schon ein bisschen zukunftssicherer. Der kann auf jeden Fall ein bisschen mehr mitnehmen. Es ist natürlich peinlich, was hier ankommt. Es ist wirklich nicht viel, was da liegt. Ja, der muss halt besser werden. So, ja, hier liegt jetzt einiges. Moment mal, wieso liegt denn hier Holz? Ach so, Holz. Ja, ja, hier, die Linda Hamilton hier, die soll ja Holz mitnehmen. Richtig. Die macht das jetzt. Oh, die ballert das Geld nur so ins Portemonnaie. Da schlackern einem die Ohren hier. Ist ja unglaublich. Oh, so eine Liebe. Ja, das liegt daran, dass er hier taktisch klug einen Wald in den Wald gebaut haben. Gut, das läuft weiterhin. Müssen wir mal gucken, dass es noch besser wird vielleicht. Ja, ich sehe schon, wir können ja noch ganz, ganz viel optimieren. Ich sehe schon, wir machen vielleicht weiter. Schreibt mir gerne eure Meinung rein, ob ihr noch weiter zu dieser Karte sehen wollt oder ob wir langsam umsteigen sollen. Also wir können auch gerne ein bisschen weitermachen. Ihr seht, ich bin selbst verwirrt. Gut, dann hat der Marcel auch gesagt, er hätte gerne Ziegel, ist ja klar hier. Und meint, wir können das vom Flughafen abzwacken oder vom Bahnhof da hinten. Da landen ja die Ziegel, die kommen von hier drüben und dort kommen sie von ganz da hinten. Ah, die kommt von hier, ja, richtig.
Wir gucken mal kurz, wie das hier aussieht. Was ist hier los? 415 Ziegel liegen da rum. Ja, da hat wir kürzlich schon drauf geschaut. Da hat wir, glaube ich, einen zweiten Zug gebaut. Was sagen die? Was machen die? Oh, die machen den ganzen Verlust. Hallo? 12 Millionen Verlust? Seid ihr des Wahnsinns? Wie kann es denn sein, dass die so schlecht sind? Ist das denn möglich? Das sind zwei Züge. Das ist der Zweier, der kommt gerade an. Das ist der Alte. Ja, der hat... Achso, ja, der hat auch 500 geladen. Und kommt jetzt gleich an am Bahnhof. Ah, da muss ein Geld rüberkommen hier. 500 Ziegel hat er geladen. Da wird der Verlust jetzt aber gleich wieder weg sein, denke ich. So, dann zeigen Sie doch mal her. Sie verschmutztes Ding. 13,5 Millionen ballert da raus und das gibt uns jetzt 3,11 Millionen Ertrag hier insgesamt, statistisch gesehen. Wird, glaube ich, nicht deutlich besser. Also der wird immer nur gerade so an der Gewinnzone sein, weil er vom Rückweg fast immer leer fährt. Also fast vollständig leer fährt. Was ist hier los? Zu viele Ziegel, die sollen nach San Dirko darüber gehen. Erz? Achso. Ja, da müssen wir, glaube ich, hier gerade, würde ich schon sehen, ein paar mehr von den Dingern hier drauf machen. Das mache ich mal eben. Gut, hier liegt jetzt jede Menge Ziegel für den Zug darunter. Und das ist eben der Zug hier, die Angelina Jolie, die am Ende die Ziegel darunter bringt. Und da, von dort aus könnten sie dann theoretisch auch zu Big Empolis rüber. Die macht auch schöne Gewinne, obwohl sie auf dem Rückweg nichts zu transportieren hat. Wäre das nicht nett, wenn sie auf dem Rückweg irgendwas mitnehmen würde? Gut, egal, das ist gerade nicht das Thema. Also das Thema ist, wie kriegen wir mehr Ziegel denn? Wir haben jetzt auch die ganze Zeit in den letzten Folgen immer drüber geredet, dass wir zur Not neue Rohstoffquellen aufbauen müssen, wenn die alten leer sind. Wir gucken jetzt erstmal, ob die wirklich leer sind. Aber das Ding wird komplett abgefarmt hier. Was ist hier los? Das sind die Ziegel, die jetzt rübergehen nach... wo ist das hier hinten? Da. Erie heißt der Ort. Da, Erie. Was ist hier mit? Könnten wir voller machen. Da könnte noch mehr rein. Oh, da liegen jede Menge Steine. Die sind gerade angekommen. Ah, ja, das müsste eigentlich passen. Ich denke, das passt soweit. Wir müssten allerdings noch mehr Steine da reinballern. Wobei, das geht, glaube ich, gar nicht. Ich meine, ein Steinbruch reicht aus, um eine Baumaterialfabrik komplett voll zu machen. 400, 400. Und die Umrechnung ist 1 zu 1, genau. Also eigentlich reicht 1 genau aus. Die Frage, wo bleibt das Zeug? Das ist so richtig abgeholt, das funktioniert noch nicht so ganz. Oder wir lassen es mal. Wir würden sowieso, glaube ich, keine Ziegel mehr von hier hinten irgendwie holen. Wir müssen gucken, ob wir nicht hier noch irgendwie was haben. Gibt es hier keine Ziegel hier unten? Ich glaube, von hier bekommen wir keine Ziegel. Wir gucken mal eben hier. Was haben wir denn hier an Ziegelmöglichkeiten für Big Empolis? Also, es gibt 3 Ziegelfabriken. Ah, ja, okay. Okay, okay. Ja, es ist, 2 Stück sind allein hier. Und da würde auch noch ein bisschen was gehen, aber nicht viel. Wir müssen halt dann zufällig mehr Steine finden. Also, es ist einfach so. Ich möchte mich da ein bisschen rechtfertigen. Also, es ist ja so, wir haben mittlerweile alle Steinbrüche hier komplett in Benutzung. Die sind alle auf 400 von 400. Aber die werden komplett leergezogen sozusagen. Und wir haben nicht mehr. Und wenn wir die Stadt trotzdem weiterhin versorgen wollen, dann müssen wir uns das überlegen. Und die Möglichkeit ist jetzt eben, dass wir so tun, oder dass wir nicht so tun, dass wir sagen, ah, hier sind ja jede Menge Felsen im Berg, wir können ja den Berg einfach abbauen. Und dann brauchen wir da einen weiteren Steinbruch hin. Das ist ja jetzt auch nicht, das liegt jetzt nicht so fern eigentlich. Vielleicht könnten wir das machen. Ich überlege wirklich, ob wir das machen wollen. Wir können zum Beispiel noch einen weiteren Steinbruch hinbauen. Oder wir überlegen mal, wo wir sonst einen hinbauen könnten, wo theoretisch Steine sein könnten. Also wir haben hier oben einen. Wir können sagen, ja, das ist ein guter Stein hier oben, ein guter Granit. Wir können da gleich noch einen weiteren Tagebau daneben machen. Das weiten wir aus. Können wir eigentlich machen, oder? Dann kommen die auch noch darunter, werden umgebastelt ins Ziegel und landen dann hier am Bahnhof. Ja, ich würde sagen, wir machen das. Ja, komm, was soll's. Wir machen das. So, ein neuer Tagebau. Aus politischer Sicht gerade ein bisschen brisant. Wenn ich an die Nachrichten denke. Aber es ist ja zum Glück nur ein Spiel. So,
snappt sogar an den anderen Tagen woanders. Das ist so sehr witzig. Okay, so kommen Sie mal her. Eigentlich brauchen wir das überhaupt nicht. Das snappt ja eh schon. So, mal gucken. Reicht das? Nein, das reicht ja nicht drüber. Das ist ja merkwürdig. Na, ich habe auch nicht so viel Erfahrung damit hier mit mehreren Fabriken oder Rohstoffquellen direkt nebeneinander. Damit fange ich gerade erst an. So, kommen Sie mal her. Vielleicht geht's jetzt. Jetzt geht's. So, dann hauen Sie mal raus. Versand 0. Versand 1. Der Versand steigt. Gut. Da müssen wir natürlich jetzt auch ordentlich die Rate erhöhen. Also im Prinzip einfach verdoppeln. So, 234 Fahrzeuge. Was soll schon passieren? Es ruckelt sich wahrscheinlich zu Tode demnächst. Ja, gut. Also wunderbar. Das wird jetzt abtransportiert. Wir sind begeistert. Jetzt müssen wir eben dafür sorgen, dass wir hier auch genügend Werke haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir da noch Neues bauen müssten. Ja klar, müssen wir, sicher. 8! Ja komm, hau raus jetzt! Was soll das? Tritt mal aufs Gas, Alter! Ernsthaft? Die Stadt hat sich auch ganz schön... Wow! Ich bin entsetzt, die Stadt hat sich ausgebreitet, das ist ja... Ja gut, okay, es wird auch Zeit. Ich erinnere mich noch gut, als ich glaube, ich zuletzt geschaut habe, ging die Stadt irgendwie bis hier oder so. Ich glaube, ich habe das Traumdepot außen hingebaut. Und dann ging es ja so straight rüber zum Flughafen und jetzt sind wir schon eingebaut hier. Ha, interessant. Gut, also ja, wir müssen das leider abreißen. Tut mir leid. Die Wirtschaft hat Vorrang hier an dieser Stelle. So, kommen Sie her, wir bauen jetzt hier noch eine weitere... Oh. Oh, habe ich das jetzt umsonst abgerissen? Oh, das geht ja gar nicht. Okay, das lass mich ja kurz verändern hier. Umsonst abgerissen. Nicht, dass der Bürgermeister mir böse wird. Geh mal her jetzt. Kollision. Das wird ja interessant hier. So, da stellen wir es hin. Den Weg machen wir weg. Und ich denke, auch das machen wir weg. Und das machen wir auch weg. Es tut mir leid. Ich denke, wir sind... Ach du meine Güte. Was soll das denn hier? Du meine Güte. Oh, da müssen wir ein bisschen mehr abreißen hier. Gut, machen wir das so. Ich versuche so wenig wie möglich Gebäude abzureißen. Ich mag das selber nicht so. So, da kommen Sie mal her. So, wie immer ein brückenbauwerkliches Meisterwerk. Jetzt fehlt noch die Straßenbahn. Und schon sind alle zufrieden. Fast. Die hier nicht. Okay, dann hätte ich vielleicht die Straße dran lassen können hier. Kommen Sie mal her. Gut, da sind wir. Da sind wir. Ein Haus hat's überlebt. Okay, last man standing. Sehr gut. Gut, okay, der hat noch keine Steine. Natürlich, das dauert ein bisschen. Aber wir kriegen jetzt theoretisch jede Menge Steine hier raus. Ziegel. Hier sind wir schon bei 100. Und ich bin sicher, da kommt auch noch mehr raus. Und wir gucken jetzt mal, wo die alle hingehen. Also, sie werden verbracht. Ich weiß gar nicht, ob die auch nach Santa Scarabeus gehen. Aber nicht so wirklich. Es ist auch gerade nicht so wichtig. Da gucken wir jetzt gerade nicht drauf. Wir gucken da hinten hin. Die sind gedacht für Sponsorino. 32! Das ist ja eigentlich eher peinlich. Du meine Güte. Wie kommt das denn? Ist jetzt nicht so richtig viel, was da rübergebracht wird. Aber gut, das kann sich ändern. Sobald wir hier noch mehr Ziegel anbringen, da wird wahrscheinlich auch Sponsorino ein bisschen mehr abbekommen. Hier liegen wieder 204 für Johnsonville. Macht auch Verluste. Ja. Ja. Wir können aber auch gucken, ob wir das auch besser machen können. 202 kommen hier an. Das, 4000. Haben wir jetzt ja fast die 4000 Einwohner erreicht. Das ist ja der Hammer. Sehr gut. Wir gucken mal eben, wo das hier hingeliefert wird. Wo die Ziegel gebraucht werden. Hier oben. Und dann werden die wahrscheinlich hier hingeliefert, oder? Ziegel. Kann man das auch besser machen? Ja, ist nicht alles abgedeckt. Ich würde sagen, der Ecke wir sollen noch weiterfahren. Hier oben auch noch ausliefern. Ja, wir machen das. Wo war das hier? So, kommen Sie mal her. Fahren Sie noch ein bisschen weiter. Keine Müdigkeit vorschützen. Sollen wir uns aber gleich trauen, einen kurzen Blick auf den Stau zu werfen? Ich glaube, so schlimm ist es nicht.
Gut, also der. Das sind das zwei. Nur drei LKWs. Na gut, mehr brauchen wir anscheinend auch nicht. Gut, wir erwarten, dass da mehr Ziegel ankommen. Johnson wird sich freuen. Und noch ein ganz kurzer Blick hier auf den Stau. Ah, Babyblau. Das erzählt nicht, das ist außerhalb der Ortschaft. Und hängt da hinten. Ach, du Elend. Ach, du Elend. Ja, ihr müsst uns vielleicht nächstes Mal drum kümmern. Das funktioniert doch nicht ganz. Woran liegt es? Okay, wir wollten uns jetzt nicht dran kümmern. Das ist so ein Reflex. Genau, wir lassen das. Und wir wollen jetzt, dass die Ziegel von hier auch weitergehen nach Big Empolis. Und da frage ich mich gerade, ist es wirklich der beste Weg? Ich überlege, ob wir das wirklich machen sollen, weil auf dieser Strecke ist ja schon einiges los. Wo ist die Strecke? Hier ist die Strecke. Da ist ja doch schon ein bisschen was los. Da fahren mehrere Passagierzüge. Und eben dieser Zug, der da Brot und all das bringt, da müssen wir noch einen weiteren Zug auf die Strecke draufsetzen. Ist vielleicht nicht so gut. Ja, es sind eigentlich nur zwei Linien, aber mehrere Züge. Ja, dann müsste ich auch noch anhalten irgendwie und... Ja gut, wobei, machen können wir es schon. Ja, machen können wir es eigentlich schon. Ich habe nur kurz überlegt, ob wir nicht vielleicht die Ziegel hier rüber ausliefern. Über diesen Zwischenbahnhof. Nein, dann machen wir das tatsächlich über Johnsonville. Und einen weiteren Zug hier auf dieser Strecke. Der wird ja dort anhalten, wo der Bootzug anhält hier schon. Gut, ja, dann machen wir das. Dann machen wir das heute noch. Damit Bürgermeister Marcel zufrieden ist. Und erfreulicherweise läuft es auch hier ganz gut gerade. Stautechnisch unglaublich. Gut, also da können wir hinfahren. Wo wird das Zeug abgeladen? Hier. Wo wird es abgeladen? Hier. Nee, wo? Was? Da wird es wohl abgeladen. Sehe ich das richtig? Hier kommt das Brot an. Ach so! Der Herr Marcel hat sich ja beschwert, dass er zu wenig Brot bekommt. Jetzt aber auf 115. Kann vielleicht auch sein, dass hier... Oh ja. Oh, ja, ja. Ja, kann auch sein, dass hier gar nicht so viel ankommen kann, weil einfach die Ablade... Das Abladeding hier nicht so optimal ist. Also von wo nach wo geht das jetzt? Hier hin. Also es geht hier hin. Aha, gut. Dahin. Und das alles oben, das kriegt gar nichts ab. Ja, das ist jetzt gerade wirklich nicht so ganz ideal. Ich würde sagen, wir machen hier auch noch eine neue Abladeplattform hin. Vielleicht sogar... Ach, ersetzen will ich das nicht. Ich will, dass die hier auch was abbekommen. Wobei, die kriegen hier ab... Ah ja, okay, die sind versorgt mit dem Bahnhof. Perfekt. Da war hier noch mitten rein eins. Wir müssen natürlich dafür sorgen, dass der nicht über die Straße hier rüber fährt. So, dann machen wir das jetzt folgendermaßen. Wir nehmen diese grüne Linie, die Brot transportiert. Da kommt hier wieder auf 1 an. Der fährt also hier rüber mit Wegpunkt und so weiter. Und dann kommt er wieder auf 1 an. Und dann sagen wir, nächste Runde fährt er erstmal da hoch, dass die auch was abbekommen. Und das sieht gut aus, würde ich sagen. Das kann man so lassen. Dann kommt er wieder hier an und dann fährt er hier seine alte Route hier rüber. Also, ich denke, das ist okay. Was haben wir da für Fahrzeuge drauf? Urban E-Trucks, okay. Gut, das heißt jetzt, der Bedarf dieser Stadt ist noch größer. Beziehungsweise für die Bäckerei da hinten ist es noch größer. Okay, ja, hier fehlt noch was. Oh, ich fürchte, da passt nichts mehr hin. Doch. Oh. Gut, also es passt ein bisschen was dahin. Da machen wir jetzt unsere Linie für Ziegel hin. Das ist diese hier. Genau, also eine neue Linie. Von hier nach da. So, Big Empolis Ziegel. Wir gucken uns mal an, wie das Ding fährt. Weil das ist ja schon wirklich kritisch, wie das hier fährt. Es darf auf keinen Fall falsch laufen irgendwie. Man muss auf jeden Fall über die Brücke fahren. Ich will ja keinen Linksabbieger riskieren. Ja, da brauchen wir einen Wegpunkt. So, fahren Sie mal auf dem Rückweg. Nein! Oh Mann, was ist das hier so? Ah, über die Brücke bitte! Dann hätten wir eigentlich auch gleich diese Wegpunkte nutzen können hier. Mach das wieder weg. Ja. Was? Warum fährt er jetzt? Achso, jetzt macht er hier einen Linksabbieger. Bist du des Wahnsinns? Ah, der ist allgemein des Wahnsinns. Der soll gefälligst unter dieser Brücke durchfahren hier und nicht über dieser
mehr oder weniger Hauptstraße. So, ich habe gerade geschaut, liebe Leute, er kann hier gar nicht nach rechts abbiegen. Das ist eine Einbahnstraße, er kann hier nicht nach rechts abbiegen. Das heißt, er muss hier links abbiegen, aber gut. Wir hoffen einfach mal, dass das nicht so schlimm ist. Hier ist ja der Verkehr ja auch gerade nicht so groß. Und wenn es blöd wird, dann müssen wir eben nachbessern. Gut, also dann ballern wir da noch Autos drauf. Wo haben wir da irgendwo ein Depot? Da haben wir eins. Machen wir auch plus 3 oder so. Ziegel. Was? Aha. Oh, habe ich da irgendwas falsch erwischt? Oh, habe ich. Oh, habe ich gerade Busse drauf geballert? okay. Naja. Ja, ich habe Busse drauf geballert. Upsi. Passiert in den besten Familien. So, jetzt aber Ziegel. Wunderbar. Gut, jetzt fehlt uns noch ein Züglein. Problem ist, der hat hier eine Endhaltestelle und fährt dann wieder zurück. Wo lassen wir den einparken? Das ist der hier. Teddy ist das. Der macht das natürlich nicht. Wir lassen ihn nur auf die gleiche Strecke fahren. Ah, guckt mal an. Der fährt hier im Bahnhof sowieso immer nur über ein Gleis. Ah ja, das ist ja begeisternd. Das ist ja unglaublich begeisternd. Das begeistert mich so gar nicht. Man könnte sich nicht ausweichen irgendwie. Wir können überlegen, hier diese blaue Linie. Moment mal, was ist mit der blauen Linie? Achso, die endet hier. Was ist das für eine blaue Linie überhaupt? Ach, das ist die Central Plains Railroad. Ja, ja, okay, alles klar. Verstehe. Wir können vielleicht noch eine Alternative bauen. Wir haben ja diese rosa Linie. Was ist das für eine? Das ist, glaube ich, unser Arthur Morgan. Ja, das ist der Arthur Morgan, der hier anhält. Gut, wir können es so machen, dass wenn diese Plattform hier, die Weinrote, besetzt ist und die da oben frei, dass er dann auf die obere gehen soll. Ja, das kann man mit den Roten eigentlich auch sagen, dass der auch die oberen mitnutzen soll. Wir können es eigentlich bei allen drei Linien sagen, dass die diese beiden Plattformen dann nutzen sollen, gefälligst. In der Hoffnung, dass keiner sich irgendwie völlig verwirrt irgendwie. Aber so einfach ist es nicht, also dann komme ich unter dieser Brücke da nicht mehr durch. Ah, ich weiß auch nicht, es ist schwierig hier. Ich glaube, da kommen wir nicht dran vorbei an dieser Brücke. Das ist alles ein bisschen eng hier. Ja, liebe Leute, wir werden es jetzt erstmal so versuchen und den Rest auf Zukunftsrosita verschieben eventuell, dass unser neuer Zug diese Plattform nutzt. Auch wenn die gerade schon doppelt belegt ist sozusagen von unserem Teddy hier. Gut, na dann machen wir das mal. Eine neue Linie beginnt hier im Bahnhof. Achso, dann müssen wir eigentlich auch den Bahnhof hier nochmal umbauen, oder? Ja, sonst wird das, sonst wird die Plattform vielleicht zu groß. Ach, so ein Elend, wirklich wahr. Andererseits ist das Klima einigermaßen ausgebaut. Ich werde aber eben noch ein weiteres Gleis drauf machen, liebe Leute. Gut, liebe Leute, ich habe jetzt alles gemacht, den Bahnhof ausgebaut. Die neue Linie, die jetzt Ziegel nach Big Empolis rüberbringen soll, ist diese grüne. Da ist doch kein Zug drauf. Das machen wir jetzt gleich zusammen. Und ich habe hier alle Linien so ein bisschen. Also, wir haben eigentlich zu wenig Gleise, beziehungsweise zu wenig Plattformen. Und ich habe die so ein bisschen auf mittels alternativen Plattformen so ein bisschen verteilt, dass es hoffentlich okay ist. Genau, und ich würde sagen, dann gucken wir mal, wir brauchen jetzt bloß noch ein Depot. Haben wir sowas irgendwo? Ja, oh. Aha, das ist gar nicht angeschlossen. Zeitrunning, das gibt's doch gar nicht. Okay, das, da habe ich wohl möglicherweise was vergessen. So, dann kommen sie mal her. Wird der Brückenpfeiler, Kollege. Ich gehe kaputt. Hier, so geht's. Okay, wunderbar. Okay. Gut. Oh. Haben wir jetzt hier was kaputt gemacht? Nee. Nicht wirklich. Also das soll so doof aussehen. Also dieser Bahnhof in Big Apple ist ein Riesenproblem. Das ist, ja. Auch wenn der Zug durchfährt, hat er bloß ein Gleis. Das ist nicht so geil. Und das teilt er sich dann mit einem, der seine Endhaltestelle hat. Also das ist nicht ganz so geil. Ah gut, es ist wie es ist. Es wird schon irgendwie klappen. Das, wenn, dann ist es ein Problem von Zukunftsrosita. So, wir haben jetzt auch ein Depot und da machen wir jetzt mal unseren Ziegelzug drauf. Ziegelzüglein. Also, wir werden da wahrscheinlich am Anfang nichts zu transportieren haben, deswegen machen wir den auch nicht so riesig. 160, das da. 160 km/h. Wir machen die hier vorne drauf und ein paar Anhängerchen drauf. Und würde sagen, das passt. Haben wir schon einen Keanu Reeves? Ich glaube nicht. Da kurz wieder Matrix geschaut. Wie schreibt sich das? Keanu. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, vielleicht irgend so.
So, da ist der erste. Und der soll jetzt Siegel holen. Ei, jetzt aber geht's los. Gut, dann hoffen wir, dass jetzt ein paar Ziegel ankommen hier. Die haben einen wirklich weiten Weg über die ganze Karte irgendwie zurückgelegt. Unglaublich. Aber gut, wir werden sehen, ob das klappt. Was ist hier los? Too much Ziegel. Wirklich? Das gibt's doch nicht. Ja, komm mal, das ist ein bisschen länger. So. Gut. Liebe Leute, damit hören wir für heute auf. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr noch gerne hättet auf dieser Karte. Also ich sehe jetzt gerade so als Ziel, was ihr gerne noch machen könnten, falls ihr Lust habt, dass wir hier noch ein bisschen die größeren Städte voller machen. Also die haben ja einen Riesenbedarf, 750 Ziege wollen die haben, 563 Werkzeuge und haben sie nicht. Da könnten wir ruhig ein bisschen dran arbeiten. Liebe Leute, macht's gut, bis dann. Tschüss.